Dieses Jahr haben wir leider sehr, sehr viel Wein verloren. Es war sehr trocken, hat nicht geregnet. Und die Vögel und Bienen haben sich dann natürlich ihre Flüssigkeit aus den Trauben geholt. Ja, jetzt fahren wir heute die Ernte ein und maischen ein. Und wenn es dann schön vergoren ist, dann werden wir das Ganze brennen. Hier seht ihr mal, wie das Ganze aussieht. Da haben wir also hier Trauben, die in Ordnung sind. Und dann welche, die wie Rosinen aussehen. Das sind die, die von Vögeln und Bienen kaputt gemacht wurden. Aber gut, die müssen ja auch was trinken. So, das ist die Ernte, die wir eingefahren haben. Ist halt jetzt von 90 Weinstöcken relativ wenig. Aber ein Teil ist auch schon weg und wird gerade hier eingemeischt. Wir haben hier Listan Negro, Listan Blanco, Moscatel Blanco und Moscatel Negro. So, und hier ist meine Destille. Die ist natürlich schon ein bisschen eingestaubt, weil sie jetzt seit einem Jahr steht. Die wird dann entsprechend aufgehübscht und geputzt und einmal durchgespült. Ja, und wenn ich das dann brenne, nachdem die Maische ausgegoren ist, das zeige ich euch dann im nächsten Video.